Ich hoffe, das Zoom kommt klar. Zoom ist natürlich suboptimal. Scheiß Kamera halt. Also, hier hinten ist die DC Runner-Pumpe. Die geht hoch. Dann ist ein Verteiler. Der Bypass geht links runter. Hier habe ich schon einen UV-Klärer angeschlossen. Durchflussregulierung für das ganze Bypass-Gedöns über diese Kugelventile. Wie sich herausstellt, die sind ziemlich scheiße fürs Regulieren. Und das hier ist der Hauptrücklauf und der Notrücklauf. So, und weil ihr jetzt natürlich alle sehen wollt, kurze Spielerei, Pumpe aus. Becken läuft leer. Im Wesentlichen läuft nur die Pumpenkammer voll. Es geht 1 cm über. Gut, jetzt sind es 2 cm. Ich habe oben den Siphon ein bisschen anders eingestellt. Also gut wie kein Wasser. Und wieder an. Ach ja, das, was hier so hoch geht, das ist übrigens die Wasserwechselpumpe. Diese DC Runner Pumpe hat einen Sanfteinlauf. Braucht immer eine Weile. Und der Wasserspiegel sinkt. Das übliche Geblubber beim Neustart. Ach ja, das kann ich vielleicht noch zeigen. Also hier ist der Return vom Becken. Normalerweise nicht so turbulent. Und dann läuft das hier über diese 2 Filtersocken in das reguläre Filterbecken rein. Jo.